Guten Mittag, guten Morgen, guten Abend oder wann ihr mir das schaut. Ich bin Patrick von Manal Schwer Gaming und begrüße euch zum ersten Teambuilding im UDT. Yay. Jo, am ersten Spieltag müssen wir gegen den guten Yamari und sein Team Seeing Luxray. Und wir gehen jetzt mal sein Team. Also mein Team habe ich euch ja schon vorgestellt, wir gehen jetzt nochmal durch. Wir haben als Mehr-Pokémon Mega-Gewaltrot, dann im Tier 1 haben wir Ramot. Tier 2 haben wir Panzer-Eron, Tier 3 Slimog und Aura Slimog und Metagross, Tier 4 Diancie und Pampross und Tier 5 Zebritz. Unsere vier Freepicks sind Turtok, Schlappohr, Demeteros in der Tiergeistform und Necrozma. Auf der Maris Seite haben wir Mega-Knackrack, dann im Tier 1 Stalobor, im Tier 2 Rotom, im Tier 3 Xbat, im Tier 4 Brokkolos, im Tier 3 Audemars Brokkolos, im Tier 4 Zoroark, der andere Tier 4 Pick ist Zaplarang, im Tier 5 Psiaugon und seine vier Free Picks sind Sinibona, Togekiss, Fuddepuppa und Moruda. Jo, wir sehen hier schon mal direkt den Sandcourt mit Brokkolos, Stalobor und Knackrack, der schon direkt ziemlich gefährlich ist. Weil man, ja, da erstmal probieren muss, gegenzuhalten. Weil, physisch habe ich natürlich meinen Panzeron, aber wenn der zu spielen Knarre mit dem Flammenwurf oder mit dem Feuersturm kommt, kann ich da Panzeron auch nicht mehr drin lassen. Jo, dann dazu noch Sachen wie Rotom, Toykiss oder so, die Steam gut supporten können, vor allem Toykiss ist halt sau ekelhaft. Weil Paraflinching allgemein nicht so geil ist. Ja, ja. Und Zora kann sehr böse sein, vor allem wenn er zum Spiel. Wenn ich jetzt. Was nehmen wir mal als Beispiel? Wenn ich jetzt zum Beispiel Metagross dabei habe. Und das gerade zum Spiel ein X-Blatt reingeholt, weil ich weiß, es ein physisches X-Blatt ist. Aber das X-Blatt gerade mal zufällig Zoroark ist und das Zoroark dann einfach hier mit Finsta-Aura wegdrücken kann, ist natürlich nicht so geil. Vor allem, ich muss aufpassen, dass Zoroark, wenn er es dabei hat, nicht komplett ausrastet. Dann Zaplarang, der ist nicht so das unfassbar größte Problem, weil ich halt Sachen habe wie Slimog. Aber halt keine Weakness, von dem her, da muss man halt viel Damage gegen drücken, am Ende weg ist, vor allem wenn da so Assault Vest und sowas drauf ist. Dann Psiaugon, der kann halt gut supporten, weil der halt die Shields hat, also Reflect und Lightscreen. Jo, Rotom habe ich glaube vorhin vergessen, kann halt defoggen, der kann halt Hydro Pump, Volt Switch, der kann halt auch für Momentum sorgen, kann burnen, der kann allgemein gut supporten. Xbat supportet das gesamte Team halt schon durch seine hohe Geschwindigkeit und dadurch, dass es halt auch U-Turn kann, es kann pivoten, das Ding kann defoggen, also ja. Ganz ordentlich eigentlich bis dahin. Dann haben wir uns Sinibona. Und Sinibona ist immer ein Mon, vor dem ich mega Angst habe, weil genauso wie ich es bei Slimog schon angekündigt habe, wie ich es bei Slimog schon gesagt habe, in der Teamvorstellung, ist auch Sinibona ein lebendiger Punish. Also, Knockoff und Pursuit, diese Kombo ist einfach der Punish himself. Du, weil du einfach nichts wirklich gut rauswechseln kannst. Wenn du zum Beispiel jetzt mal gegen Gewaltrohr reinkommt, muss ich aufpassen, was ich da reinwechsel, weil sonst kommt da irgendwie ein Abschlag drauf, verliere ich mein Item, was auch immer. Was dann natürlich nicht so cool ist. Und abgesehen von dessen Deutsch kann ich manchmal. ja. Aber wir sehen, davon kann das Ding halt auch mit einer 125er, 125, 130er, auf jeden Fall eine recht hohe Angriffsbase, auch sehr guten Schaden drücken. Sehr guten Schaden. Am besten noch Lifeward Choice Band und man kriegt da sehr selten irgendwas wirklich safe rein. Also, Sinibona ist echt sehr böse. Dann haben wir als nächstes Togekiss. Togekiss ist einfach Paraflinch und Ekel. Und supporten kann das Ding ja auch noch. Aber in erster Linie ist es ekelhaft. Hier kann es auch defoggen.
Aber wie wir schon bei Maxi gesehen haben, das Ding flincht gerne. Also vor allem beim Kampf um Platz 3 in der PBL. Maxi, das war nicht so cool gegen Togekiss. Haben wir Fulipo, das ist jetzt Monfort, das ich jetzt nicht unbedingt erwarte gegen mich, weil es allein schon an den beiden oberen Mons unter meinem Gewaltroh verzweifelt. Also, ich glaube, Fulipo kann gegen Grammott und Pflanzion einfach nichts ausrichten, wenn ich da nichts übersehen habe. Natürlich habe ich noch einen Vegetarier bei Zebritz, ich habe Slimog, ich habe Metagross. Also, Fulipo ist irgendwie nicht so gegen mich. Aber noch Muruda, das geht eigentlich fast das gleiche wie für Fulipo, offensiv, aber defensiv ist es eigentlich nicht mehr so schlecht. Weil es eben mit Soulfest gut gegen Mega-Gewalt-Ho dastehen kann. Dann so Sachen wie Metagross oder Diancie oder Pampross gut abfangen kann. Oder eben auch die Metagross, weil ich auf dem Ding keinen Z-Stein habe. Ein Z-Stein ja auf Necrozma und Rammert. Würde ich auch sagen. Sind wir mal durchgegangen und dann können wir gleich mal gucken, was ich denn so mitgenommen habe. Hier haben wir mal die Übersicht, die habe ich mal ein bisschen umgebaut während von der PBL ausgeht. Und wir fangen mal an mit dem ersten Mal, was ich dabei habe. Und das ist Turtok. Und zwar ist mir was aufgefallen, wenn man sein Team anschaut, der hat eine sehr große Eisschwäche. Und genauso auch eine recht große, also den Rest kann man eigentlich mit Turtoks Move Pool sehr gut abdecken. Wir spielen ja Waldglas, mäßig, also Spezialangriff plus, Attack minus. Normalfähigkeit Sturzbach, damit, wenn ich low bin, die Wasserattacken nochmal stärker werden. Dann der Split ist jetzt nichts Ungewöhnliches, ist halt auf Bulk und Spezialangriff. Der Rest halt auch in Speed, falls irgendwas versucht, mich zu Speedcreepen. Und das Set ist dann Siedewasser, Eisstrahl, Kraftreserve vom Typ Pflanze und die Aurasphäre. Kann man kurz durchgehen. Gegen Chom drücke ich Eisstrahl. Die meisten Monster kommen nicht in Siedewasser rein. Die Monster, die reinkommen, sind Fulipurba, Moruda, Snibunna vielleicht, wenn der Soulfest oder so spielt, was recht selten ist auf Snibunna. Und Rotom. Gegen die beiden Grass-Types drücke ich Ice Beam. Gegen Sibuna Aurasphäre und Aurasphäre habe ich auch einfach dabei, weil es einfach ein Filler-Move war. Ich habe sonst nichts gebraucht, weil zum Beispiel Psyagon droppt auch nach zwei Siedewassern. Weil Turtok ist offensiv ein bisschen underrated, glaube ich. Der kann echt gut Schaden drücken, wenn der so ein Wahlglas hat. Also kann ich hier die beiden Grass-Types schon recht schnell wegdrücken, bevor da irgendwas abgeht. Jo. So viel mal zu Turtok. Das ist jetzt nicht unbedingt das krasseste Set, was ich jemals gespielt habe. Also, da gab es schon lustigere in der PBL. Ich erinnere an Bugbite, E-Belt, Heatran. Aber ja, ne? Dann gehen wir zum zweiten Mon. Und zwar habe ich mich da mal ein bisschen auf seine physische Offensive prepared und nehme auch mal Panzeron mit. Und hier zeige ich Panzerons Stärke mal wieder, weil, wenn der Full Fisted Charge, wie man hier sieht, mit Beulenhelm, pfiffigen Wesen und Full KP, Full Fist-Dev. Pullt er es einfach weg. Dann habe ich ihn auch zum Defoggen dabei, damit ich lästige Hazards, die zum Beispiel von Brokkolos kommen können, von Shallowbot oder Knarrkrab theoretisch auch. Aber ist jetzt nicht so wirklich. Was wollte ich jetzt da sagen? Ja. Eigentlich habe ich dabei, um einfach alle noch einigermaßen zu. Also, um vielleicht nur irgendwelche Mons wegzuhitten, die gerade low dastehen. Also wenn das Shadowborn Power mit seinem Eisenschädel gegen meinen Beulenhelm geflogen ist, kann ich es auch mit dem Eisenschädel finishen. Das macht jetzt nicht so wenig. Ist zwar nicht viel, aber wie gesagt, nicht wenig. Ja. Toxin dann noch, falls ich mal einen Switch in den Rotom oder Zaplang oder so predikte. Dass ich da einfach mal auf den Toxin gehen kann und das Ding halt nicht reliable, doch reliable? Nee. Also halt immer wieder Damage bekommt, der halt auch noch immer besser wird. Ja. Ich glaube, Afi muss ich jetzt mal auch nicht sagen. Und eben ist Nibuna, Stalobor und Brokkolos verzweifeln halt gegen das Ding. Und Full Fistive Chomp verzweifelt auch so ein bisschen. Dann als nächstes haben wir
Megagewaltrot, der ist direkt beim ersten Mal dabei und ich liebe Megagewaltrot. Das wissen wahrscheinlich einige. Aber der Typ ist einfach cool. Wir spielen logischerweise, wer hätte es erwartet, den Gewaltronit. Ein scheues Wesen mit, also quasi plus Init, minus Angriff, einfach nur um den Speed zu haben, um sein schnellstes Mon, also X-Bot, zu outspeeden. Und dafür brauche ich nur 140 Spezi-Attack Investment, Speed Investment. Following, ich kann full in Spezi-Attack gehen und den Rest in Bulk investen. Weil ich sonst einfach nichts brauche mit Gewaltro. Immer zum Set. Ich spiele hier den Gigasauger, den Drachenpuls, den Fokusschuss und die HP Ice. Und die Musik ist aber gerade ein bisschen laut. Deswegen spiele ich mal ein bisschen leiser. So, ich kann alles in seinem Team gut hitten. Also ziemlich alles, würde ich mal sagen. Problem ist halt Nibuna, wenn das reinkommt, muss ich halt rausgehen, weil das Ding eine Eisstart hat. Und Eisstart killt halt bei Gewaltro. Weil Gewalt jetzt nicht unbedingt den besten Bulk hat und dann noch eine vielfache Eisschwäche. Das ist ja das Problem in meinem Team, dass ich einfach zwei vielfache Eisschwächen habe. Ja, ne? Die jetzt aber Drachenpuls, Fokusschuss, HP Ice, ich treffe alles in seinem Team gut. Gegen Knall natürlich also den Drachenpuls und die HP Ice, nachdem auf was ich Bock habe. Gegen Stadler brücke ich Fokusstoß, gegen Simbunar auch Fokusstoß, wenn ich weiß, dass er keine Eisstart hat, was irgendwie recht unwahrscheinlich ist. Und wenn low ist, kann ich da auch Gigasauger drücken. Gegen Rotom drücke ich Gigasauger gegen Togekiss, so ein Mon, wo ich wahrscheinlich eher rausgehen würde. Außer ich bin auf plus 1 oder so, wenn ich einen V-Switch oder so prediktet habe. Oder wenn eine T-Wave von Togekiss. Kann ich ihn vielleicht auch mal mit einer HP Ice attacken, weil ich mit der guten Spätzle von mir Gewalt auch einen ersten tanken sollte. Aber lassen wir es mal. Ich weiß absolut nicht, was in dem Kampf passieren wird. Ja, Brokkolos durch einen Gigasauger, X-Bar durch HP Ice gegen Zorak durch. Kann ich eigentlich Eis tun, deswegen ist fragil wie Sau. Zapdragon wird auch so ein kleines Problem, weil das Ding auch eine riesige Coverage hat, aber wenn ich das Ding halt finishen kann, ruhig halt einen Gigasauger und Drachenpuls. Weil die auch recht reliable sind in dem Moment. Bruder HP Ice, Psyauger und Drachenpuls oder Gigasauger und Fulipova auch HP Ice. Weiter ist hier einfach der All-Attacker und Finisher. Also, kommt rein, nimmt irgendwas mit und geht dann wieder raus, wenn es in die Bunda reinkommt. Weil ich die Bunda muss er gegen mich mitnehmen. Wenn es die Bunda gegen mich nicht mitnimmt, dann ist er irgendwie dämlich. Jo. Dann gehen wir mal zum nächsten Mon und das ist. Necrozma. Necrozma auch direkt beim ersten Mal dabei. Und der hat jetzt nicht so einen Z-Stein. Das ist Therium Z. Und zwar, beim Set bin, ist Full Fist Attack, hat die Prisma-Rüstung, damit ich extra viel Bulk hab. Das ist aber die einzige Fähigkeit, die eine Crossbow hat. Dann bin ich bin ich quasi auf Bulk Attacker invested. Können wir uns mal das Set anschauen. Und zwar spiele ich hier den Photonen-Geysir, das Erdbeben, den Abschlag und die Tarnsteine. Ja, das Set, also den Photonen-Geysir. Ist ja eine Spezialattacke, aber der Damage-Typ von Photon-Geysir ändert sich dahingehend, ob man höheren physischen oder einen höheren speziellen Angriff hat. Da ich mit dem Investment einen höheren physischen Angriff habe, habe ich einen 100. Wait, 100er, glaube ich. Ich muss mal schauen. Nebenbei, weil ich es nicht ganz im Kopf habe, was der so für ein. Was ist so für eine Stärke hat der Move? Photonen-Geysir hat eine Stärke von 100. Also habe ich hier quasi immer. Ich kann gegen außer zwei Mons immer auf den Photonen-Geysir gehen, weil das den meisten Mons einfach guten Damage drücken kann. Weiß ich, habe ich hier noch einen Abschlag, der, ja, mit dem ich halt allen Monsters das Item abschlagen kann und zur Coverage gegen sowas wie, ja, einfach um die Dark Types auszuhitten zu können oder auch um sowas wie Brokkolos besser zu hitten und eben nämlich auch den Therium Z. Also, der Therium Z ist hauptsächlich für sowas wie Brokkolos oder für irgendwelche Monster, die ich schnell wegdrücken muss.
Weil, ja. Das sind ein paar Mons, wie jetzt eben Brock oder so, die jetzt einen ordentlichen Bulk haben. Die weg sollten. Ja. Machen wir weiter und gehen zu Demeteros. Und da ist mir anscheinend gerade die Aufnahme abgeschmiert. Geil. Jo, Aufnahme abgeschmiert. Nachdem ich hier gerade Lando erwähnen wollte, das kann ich das aber hinten dran. Hey. Ja, wir kommen jetzt zu Lando. Geil, ne? Und zwar haben wir hier ein ganz normales Scarf Lando. Nein, das der Speed Invest ist übrigens auf Torquest gespeedcreept, damit ich, falls ich irgendwie genug oft werde von zum Beispiel Zoroark oder Zapalang oder so, trotzdem noch was ausspeeden kann mit Demeteros. Wobei ich mit dem Walschall halt eh schneller bin als alles. Auch als Expert. Ja. 48 ATK ist, heißt mal, weil ich spielen kann. 76 Spezialangriff habe ich, weil ich hier noch die Kraftreserve Eis spiele. Und zwar ist die noch extra für seinen Mega-Knackrack. Und halt noch für sowas wie Moruda und Fulipova. Fulipova, wie ich aber noch mit, aber ich sehe es trotzdem immer noch nicht gegen mich. Ja, hat er deutlich bessere Alternativen. Ja, ich kann halt gegen nur ziemlich, ich kann halt fast immer Erdbeben oder Steinkante drücken gegen ihn. Außer halt zum Beispiel Rotom kommen wir in beides gut rein, aber ich habe gegen Rotom auch die nötigen Switch-ins, zum Beispiel mit Gewaldro. Weil da kommen nicht in die beiden Steps von Gewaldro von Rotom perfekt rein, die sind vielfach resistet oder komplett ignored. Following, da macht Rotom nicht arg viel. Ja. Dann kommen wir noch zum letzten Mon. Und zwar ist das oder Slimog. Das habe ich vorhin auch schon erwähnt. Der ist komplett speziell defensiv mit der Gauwebeere. Der Fähigkeit Völlerei. 250 KP, 4 Def und 252 Spezialdefensive. Und, jo, wir haben hier Abschlag, Eishieb, Durchbruch und Aufbereitung. Ja, Abschlag einfach nur, weil Abschlag. Abschlag spielt man einfach immer, wenn man kann. Oder, ja, oder wenn es halt usable ist. Eishieb habe ich, wenn ich hier mal inzwischen in Knackrack oder in Beispiel auch mal X-Bad oder so mal sehe. Oder zum Beispiel auch bei sowas wie Togekiss brauche ich das auch, weil ich hier keinen. Weil ich hier als dritten Move noch den Durchbruch brauche und ich sonst nicht alles hitten kann. Weil zum Beispiel bräuchte ich dann noch den Abschlag, Eishieb und Durchbruch, dann kommt zum Beispiel X-Bad fast schon safe rein, wenn ich kein Attack-Investment habe. Jo, mit Durchbruch kann ich eben auch sowas wie Staloborb hitten, wenn es unbedingt sein muss. Ich hoffe auch mal, dass es nicht so sein muss, aber vielleicht ist er Scarfed und ist auf Rock Slide oder so. Kann ich einfach mal Durchbruch drücken. Ja. Und ich kann damit eben auch sowas wie Zoroark besser treffen. Und vor allem ist die Bunda, weil es bisher die beiden anderen Moves komplett resistet. Ja, habe ich noch die Aufbereitung, weil ich mir durch Aufbereitung immer meine Beere zurückholen kann. Was halt quasi mein recht reliable Healing ist. Somit habe ich dann mit Slimer und weiß ich auch meinen Defensivcore in dem Team. Und die anderen sind eigentlich hauptsächlich zum Damage drücken, zum Supporten oder eben zum Sweepen da. Ah, ich würde dann sagen, jetzt kurz nachdem meine Aufnahme abgebrochen ist, bin ich dann schon mal am Ende fürs erste Teambuilding. Wir sehen uns dann morgen zur etwa gleichen Zeit beim Kampf. Und ich würde sagen, bis morgen.